Ich bin noch kein Veganer, ey, was? Das ist in Kürze rum, das ist in Kürze rum. Cool. Wenn alles gut läuft, habe ich dann im November eine neue Powerbank. Woo! Ah, nice. Ich bräuchte auch. Ich müsste meine mal wieder laden. Meine drei. Ich will mal wieder eine große haben. Ich habe eine. Also hab ich hab zwei große, aber die sind konstant leer. Immer. Ich hab mir eine auf Kickstarter jetzt, habe ich mal unterstützt. Ach so. Ah ja. Und das Ding hat schon Schmackes. 27.000 Milliampere-Stunden. Ja. Und 260 Watt Ausgabe. Mhm. Du willst damit also deinen. Zwei Laptops gleichzeitig laden. Ich wollte gerade sagen, du willst damit also deine Flex bedienen, oder was? Es wäre möglich. Ich weiß. Kann man mal versuchen. Ja, 21,5 Volt kriegt das Ding hin. Zwei von den Ports sind USB-PD. Und doch nochmal zwei Ports Quick Charge. 1,21. Und ich vergesse, es hat auch noch einen Starkstromstecker. Nee, den hat's nicht. Schade. Weil das bei Kickstarter ist in den meisten Fällen dann irgendein Stecker, der mir nicht weiterhilft. Das wäre aber mal was. Einfach eine Powerbank, die so dermaßen. Es gibt übertrieben Powerbanks. Ist. Wirklich für Starkstrom? Ich habe auch schon Powerbanks gesehen, die haben Autostarter mit drin gehabt. Okay. Die kenne ich. Also. Ich glaube, die Auswahl von Powerbank, die ich jemals gesehen habe. Dass du direkt die Clips anschließen kannst, um deine Batterienote zu starten. Kannst du damit auch den Zeitreise-DeLorean in Betrieb bringen? Ja, 260 Watt sind nicht ganz die, was weiß ich, Terawatt oder was das war. 1,21 Watt, Gigawatt, 1,21 Gigawatt. 1,21 Gigawatt, das weiß jeder zurück in die Zukunft werden. Ah gut, wie viele Uranbrennstäbe waren nötig dafür? Drei? Ja, ich glaube einer hat gereicht. Ja, dann wurde da ganz bestimmt bei den Daten ein bisschen gelogen, wie viel nötig ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall muss das mit Uran betrieben werden. Hat eigentlich irgendwer mal berechnet, wie viel Energie genau nötig ist, wenn die nur einen Uranbrennstab verwenden, in einem kleinen Reaktor? Na, es ging ja nicht darum, das Auto, das ist ja Thema im dritten, ich glaube im dritten Teil ist das Thema. Das ist, ja, da ging es um Geschwindigkeit, aber es geht. Es ging nicht darum, das Auto anzutreiben, das Auto fährt nach wie vor mit Benzin. Das war ja das Problem im dritten Teil, dass sie dann so im Wilden Westen gelandet sind und das Auto haben sie dann im zweiten Teil umgebaut, dass das mit Müll arbeitet, dass du da nur Müll reinbasteln und bauen kannst und das dann. Also ein Gramm Uran kann pro Tag ein Megawatt erzeugen. Okay, vielleicht wurde doch bei den technischen Daten nicht gelogen. Boah. Aber das wäre doch mal wirklich eine Idee, ein Auto betrieben mit Müll. Mit einem Kilo Uran wärst du also schon ja, aber das, Gigawatt, Modi, das passt schon. Modi, das Ding ist ja, das Auto wurde ja mit Benzin betrieben. Nur das Zeitreisegerät, das wurde mit Uran betrieben. Also das. Ja, gut. Den DeLorean hättest du auch mit Benzin fahren können. Aber wenn du damit in die Zeit reisen willst, da brauchst du das Uran für. Das war das Ding. Der Bot. Aber ganz ehrlich, so ein müllbetriebenes Auto wäre, glaube ich, heutzutage einfach wirklich Revolution. Ja. Das würde einfach jeder kaufen. Bisschen Biermüll rein und zack läuft die Schieße. Aber da war ja, aber das war ja wieder auch, das war auch wieder nur für den Energietank. Also das Auto ist mit Benzin gefahren, nach wie vor. Ja gut.
Der DeLorean fährt mit Benzin. Das ist der. Ja, gut. Wie dann nimmst du den Benzinmotor raus, baust einen Tesla-Motor rein, steckst es dran. Wie hieß das Ding? Der Fluxkompensator nicht so viel zum Fliegen. Der Fluxkompensator war das. Der Fluxkompensator, der funktioniert mit Uran. Wahrscheinlich haben sie das auch nur dafür gemacht, damit es keinen nachbauen kann. Es wird Leute gegeben haben, die es versucht haben. Die sich Uranbrennstäbe geklaut haben, um da. Für den Libyan. Vom VW Golf. Es gibt mit Sicherheit auch welche, die einfach Uranbrennstäbe benutzt haben, weil sie in einem Kraftwerk arbeiten oder als Projekt oder sowas. Und in den DeLorean gepackt haben. Also es gibt Dinge auf YouTube. Das glaubst du nicht. Und der nicht mit. Eigentlich müsste Marty McFly nach einer Atomverseuchung gestorben sein. Weil weißt du, was nach dem dritten Teil aus ihm geworden ist. Also. Weil weißt du, wie dünn so ein DeLorean, der besteht fast aus. Also der besteht nicht direkt aus Pappe, aber das Metall, aus dem er besteht, das ist. Das hält keine Art, keinen nuklearen Brennstab aus. Das ist eigentlich. Ja, ich wiederhole, wir wissen nicht, was nach dem dritten Teil passiert ist. Ist jetzt nicht so ganz das. Sicherste Material für sowas. Also der DeLorean ist ja, der ist ja einer der unsichersten Autos überhaupt. Man hat es im dritten Auto gesehen, wie er von dem Zug zerknetscht wurde. wird zusammengefaltet. Das ist halt wirklich. So ein DeLorean gibt es heute immer noch zu kaufen. Die sind halt dünnblech. Das ist halt schon immer ein beschissenes Auto. Ja. Wenn du damit einen Unfall hast, wirst du zerknetscht wie eine Pampelmuse. Ja, da ist halt das ganze Auto die Knautschzone, ne? Ja. Ja, so sieht's aus. Aber schön sieht's aus. Nur wegen dem Film. Ja. Glaub mir, es sieht nur wegen dem Film gut aus. Die originale Version ist jetzt nicht so interessant, ja. Nee, wenn es nicht fliegen kann, weg damit. Mhm. Ah, da kommt jetzt der Turm drauf. Verstehe. Ach, du warst immer noch an deiner Kirche, stimmt. Mhm. Noch ist sie nicht ganz fertig. Ja, der Leuchtturm wird langsam. Dann komme ich den nicht mal angucken. Es ist bisher ein riesiger Turm. Als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, war das ein Kreis. Jetzt ist er schon deutlich etwas höher als deine anderen Türme. Aha. Ganz ehrlich, das Einkaufen heute war wirklich furchtbar. Aha, was war los? So ziemlich alles. Sagen wir mal so, ich bin um 18 Uhr heimgekommen und um 15 Uhr sind wir losgefahren. Happy. Also es lief alles ganz gut, wir waren in so einem Restposten-Billigmarkt. Also du bist in die Zeit zurückgereist oder wie? Du bist um 18 Uhr nach Hause gekommen und bist 15 Uhr, das war... Wie kannst du um 15 Uhr losgefahren sein, wenn du um 18 Uhr angekommen bist? Du kannst Mathe, oder? Nee. 15 ist kleiner als 18. Ja. Aber wenn du 15 Uhr zu Hause ankommst, dann... Um 18 Uhr zu Hause angekommen, habe ich ja gesagt. Und um 15 Uhr sind wir eigentlich los zum Einkaufen. Am nächsten Tag um 15 Uhr, oder? Nein, wir sind vom Einkauf um 18 Uhr zurückgekommen. Wir haben 3 Stunden gebraucht. Ach so, du bist um 15 Uhr zum Einkaufen gegangen und 18. Sag das doch so rum, dann versteh ich's. Ja, auf jeden Fall lief alles ganz gut bis zur Kasse. Da hat sich rausgestellt, die Kundin vor uns hat bezahlt, aber sie hat gleichzeitig nicht bezahlt und war schon weg. Ah, sehr schön. Ja, die Sache war irgendwie, dass die Karte zwar die Zahlung durchgeführt hat und im System auch alles gut gelaufen ist, nur wurde auf dem Bildschirm weiterhin angezeigt, Rechnung offen. Und es hat sehr lange gedauert, bis der Filialleiter und alle
quasi alle Kollegen das Ding irgendwie wieder zum Laufen gekriegt haben. Plus dann an der Nebenkasse, die natürlich dann auch unbesetzt war, hat sich eine beschwert, dass sie bitte drankommen soll, weil ihr Hund im Auto sitzt. Und es war nicht mehr. Hat dieses Backpapier untergelegt? Nee, aber die Fenster offen, hat sich trotzdem Sorgen gemacht. Da gab es da eine Diskussion mit dem Leiter, ist da jemand abgestellt worden. Dann kam jemand, der noch eine Retoure hatte, also was zurückgeben wollte. Und ein Vater mit dem kleinen Mädchen ist nach 10 Minuten so ausgerastet, dass er seinen Wagen hat stehen lassen, mich aus dem Weg geschubst und einfach gegangen ist. Ja. Und vorher noch mal rumgebrüllt hat. Normaler Einkauf. Ja. Es war so furchtbar. Okay. Ja. So, mein Stein ist fertig, dann baue ich mal weiter am Turm. Was gehst du auch samstags einkaufen? Das ist doch... Ist ja, also von mir ist nicht die Idee gekommen, in den Billigmarkt zu gehen. Man geht auch nicht samstags einkaufen. Das ist, da weiß man... Man weiß, dass samstags... Dass samstags alle Familien einkaufen, so Großfamilien-Einkauf ist und alle noch ja, einkaufen. Gut, und dass Samstag auch eingekauft wird, als wäre morgen Weltuntergang. Ja, gut, das ist aber nicht das Problem. Als würde der Laden am Montag nicht wieder aufmachen. Dann musst alles... Ja, gut, das ist aber nie das Problem eigentlich. Ich meine, ich habe ja Zeit am Samstag. Dann warte ich halt mal eine halbe Stunde, bis die Familie mit 10 Kindern durch ist. Und das Kind noch an der Kasse. Mami, ich kann einen neuen Lolli haben. Ja, es war ja kein Lebensmittelladen. Zumindest ja. Nicht nur. Kinder an. Beim Einkaufen. Großartig. Man kriegt ja so viel zurück. Ja, außer man ist nicht Teil der Familie. Dann nerven die nur. Ja. Fremde Kinder an Kassen sind übel. Hast du denn eigene Kinder? Nein. Und ich bin sehr froh darüber. Ja. Weil du sagst, fremde Kinder, das ist... Geht, klingt ja. Ja gut, man hat, man hat trotzdem potenziell Kinder in der Familie, ne? Ja. Du aber nicht, du bist Einzelkind. Das wissen wir alle. Die Familie besteht nicht nur aus Mutter und Vater und Geschwistern, das weißt du, oder? Ja. Leider. So schlecht also. Du kennst meine Onkels und Tanten nicht. Wie viele davon leugnen Corona? Noch keiner. Gib ihnen einen Monat. Obwohl ich mit den meisten da auch nicht mehr Kontakt habe. Ja, ja, das eventuell. Kennt man. Ich weiß es nicht, vielleicht tun sie es ja. Ja, wie gesagt, das kennt man. Ich habe eigentlich bis aus meiner engen Familie, bis aus Mama und Papa und Geschwister und Oma, die noch lebt, das ist halt. Bis darauf habe ich dann, das ist ja. Kontakt eigentlich nicht zu viel mehr. Ja. Oh, ein Walzer in der Playlist. Ich hatte gerade Dacia-Werbung in der Playlist. Ich hatte gerade einen Walzer laufen. Nee, gut, also Dacia-Werbung. Diese Playlist gesponsert von Dacia. So. Nein! Ich falle da immer wieder drauf rein. Kommt der Titel schon zum fünften Mal. Nicht hintereinander, aber
Den hatten wir schon zweimal. Reichen 24 Blöcke hoch für den Turm? Nö. Ich meine, ich bin jetzt schon fast höher als das meiste hier. Für den Leuchtturm grundsätzlich nein. Kannst du experimentell, wenn du dann fertig bist, wenn du irgendwie, wenn du die Höhe ausmessen willst, kannst du ja mit einem Boot nehmen und mal rausfahren. Kannst du gucken, von wo an, wann man es noch sieht. Ein Leuchtturm ist ja genau dafür da, dass man es doch von der Ferne sieht. Das kannst du ja mal gucken. Ja, ich mache noch zwei und dann die Spitze, würde ich sagen. Zwei Block hoch. Bevor du die Spitze machst, würde ich mal sagen, einfach mal rausfahren und mal gucken. Nee. Ob es funktioniert, ob du den von der Ferne sehen kannst. Muss es ja nicht. Wir haben ein geringes Schiffsaufkommen hier. Ja, hier wird noch, also von hier aus... Außerdem sieht man das Ding super weit. Also von hier aus ist er gerade genauso hoch wie Profs Hütte. Ja, es ist doch gut. Die sind doch super weit. Also ich würde ihn mindestens, ich würde mindestens noch zwei Etagen oben draufsetzen, Modi. Ja, klar, weiß. Ja, klar. Oder eine und die Spitze. Eine und die Spitze, sagen wir mal so. Der muss halt das. Der muss halt höher als. Vier Blöcke höher und dann mache ich die Spitze. Die muss ja halt höher als Profs Haus sein. Groß. Ja, wobei für den Grundturm, ich mache es noch zwei höher und dann die Spitze. Ich meine, da geht es jetzt auch nochmal eine Treppe hoch und da wird auch noch viel gebaut, also ja. Und die Kirche wird man auch weithin sehen. Kirche sehe ich von hier aus nicht, weil meine Renderdistanz zu gering ist. Du musst die Renderdistanz hochstellen. Ich sehe deinen Turm von hier aus. Leckt hier wieder alles. Ich habe die gerade auf 10. Ich sehe deinen Turm von hier aus. Ich stehe gerade auf dem Dach der Kirche. Du stehst auch ohne Shader. Ich hab hier teilweise Raytracing-Shader drin. Ja. Also, ich stehe auf dem Dach der Kirche und ich sehe den Turm. Das ist schön, Moment. Ich meine, ich könnte mal aus Spaß auf 17 gehen. Dann wird es aber super längen. So. Auf wie viel hast du es gerade stehen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich 40 oder so. Optionen. Wo sehe ich das? Sichtfeld normal. Grafikeinstellungen. Sichtweite. Sichtweite 15 Chunks. Ach, du bist bei 15. Ich bin jetzt bei 17. Ja, es leckt ein bisschen. Ich gehe mal auf 15. Ja, wenn du vor 15 gehst, dann siehst du, dann dürftest du meine Kirche sehen. Ganz da hinten, ja. Auf 15 können wir uns einigen, das leckt dich so massiv. Dass du die gleiche Sichtweite wie ich. 30 FPS hat es trotzdem, aber. Ne. Ich komme aber gerade mal kurz rüber. Ja, ich komme kurz rüber. Nee, ich würde gerade zu dir kommen. Ja gut, und nicht zu dir, ich will wissen, wie weit die Kirche ist. Meine Steine brauchen noch zum Brennen. Ich brauche gleich auch neue Steine, deswegen muss sowieso mal welche reinpacken. Oder mal gucken, ob ich noch irgendwo Steine habe, die gebrannt sind. Aber blöd gefragt, wie konnten wir früher eigentlich Spiele auf 30 FPS spielen? Ich spiele nicht auf 30 FPS, aber gestreamt wird es auf 30 FPS, soweit ich weiß. Nein, wie könnten wir früher Spiele so spielen? Keine Ahnung. Gestreamt wird mein Spiel noch auf 30 FPS. Ich bin auf 60 einfach. Ich bin meine Skyrim-Installation fällt ab und zu unter 30 FPS. Ja gut, bei Skyrim, das ist verständlich. Ja gut, ich habe aber auch knapp 400 Mods installiert. Nur? Ich bin bei 600! Und das meiste ist halbwegs Vanilla behalten. Aber du hast wenigstens Reshade und so weiter drin, oder? Also ich habe ein ENB drin. Ja, meinte ich. Ja. Hier ist eine Sackgasse. Hier müsste auch noch eine. Realistic ENB. Mann, hier müsste man halt noch eine Tür rein. Hier müsste man halt noch eine Tür reinbauen, dass es in den Keller des Turms gehen kann. Brauchst du halt noch einen Keller von dem Turm. Fucking Anime-Wunderland aus meiner Skyrim-Installation basteln. Also ist da Realistic ENB immer noch das Beste. Man müsste halt von innen. Das ist, wie viele Mods, die einfach nur aus Anime-Brüsten bestehen, gibt's eigentlich. Also ich finde. Und wie viele. Es ist erstaunlich schwer, einen Mod zu finden, der die Männer auch halbwegs schön macht.
Ja. Es gibt einen, der sorgt bei mir allerdings dafür, dass die alle Blackfacing betreiben. Oh ja, die Modi? Mods, viele von den Mods ertragen sich nicht so ganz mit ja. EMB. Mhm. Modi, ich finde, hier muss noch die. Obwohl. Was? Entschuldigung, ich baue gerade an deiner Kirche weiter. Ja. Nee, ich guck's mir an. Schickes Kreuz oben. Hier muss noch eine Tür rein, damit man von innen der Mauer in den Turm reinkommt. Bei mir oder was? Ja, in den Turm. Ja, das kommt sowieso noch hin. Es kommt auch noch ein Wohngebäude nebenan, das verbunden ist und so weiter. Wenn du durch die Mauer durchläufst, also in der Mauer langläufst. Ja, ich weiß, da mache ich auch noch eine schöne Stahltür rein. Da ist eine Wand drin, das momentan läuft in Sackgasse. Oh, ich sollte mir mal wieder das Bild öffnen, was ich hatte. Das ist ein Bild? So. Ich hab doch gesagt, ich versuche möglichst den Turm aus dem gleichnamigen Film zu bauen. Auch wenn ich den noch nicht gesehen habe. Gott, den. Dann musst du den mal. Den soll ich mir mal besorgen. Welcher Film? Der Leuchtturm. Soll ja sau gut sein. So, mein Bot läuft und ist jetzt erstmal wieder fertig, dann passt das auch. Scheiße, ich hab das gelöscht, hab ich's mal runtergeladen? Ah ja, ich wollte gucken, ob ich hier. Oh, ein Prof auf der Haubetöne. Was machst du auf der Haubetöne? Hüpfen. Sieht man das nicht? Noch nicht durch die Blumen hüpfen. Er macht deine Dinge kaputt. Ich schnüffle an deinen Blumen, bis sie nach nichts mehr riechen. So lange schnüffle ich an ihnen. Du schnupperst den Geruch weg, oder was? Ich schnupper den Geruch weg, genau. Ja. Ob das irgendwer mal ernsthaft versucht hat? Bestimmt. Ich glaube, dafür musst du die Blume halt direkt einfach in die Nase stecken und weglaufen. Ah, du musst also ein Kind sein. Du kennst doch das Internet, Modi. Gibt's bestimmt schon Videos davon. Okay, gut. Du musst entweder ein Kind oder ein YouTuber sein. Nein, ich hab's natürlich nicht. Ja, willkommen zur Blumen-Wegschnüffel-Challenge. Hast du was von der... Übrigens, wo wir gerade bei Challenge... Übrigens, wo wir gerade beim Challenge sind, hast du was von der Birdbox-Challenge gehört? Ist das nicht schon Jahre her? Ich weiß nicht, ob das... Benutzt du schon wieder den Internet Explorer? Ich weiß nicht, ob das schon Jahre her ist, aber ich habe jetzt... 19 oder so. Ich hab jetzt gerade ein Video dazu gehört, wo die Leute nach dem Film halt sich die Augen verbunden haben und halt... als mit blinden Augen Auto gefahren sind und über die Straße gelaufen sind und so. Nein, das ist 3 Jahre her. Das ist 3 Jahre her. Ich habe gerade von gehört. Also ich kriege halt von solchen Challenges ja nichts mit. Das ist halt. Ich bin halt kein Challenge-YouTuber. Das ist halt. Pass auf, gleich fängt er noch an. Mit. Und jetzt, wo ich es erwähnt habe, wird mein Video auf YouTube geclaimed. okay. Warum sollte ich bin auf einer ordentlichen Höhe. Gut, da muss ich dann noch Treppen ranmachen und dann muss ich ein Gitter ranmachen. Okay. Warum sollten die das claimen dafür, dass du das Wort Birdbox sagst? Damals wurde es geclaimed. Es wurde demonetarisiert. Demonetarisiert und geclaimed sind 2 verschiedene Dinge. Ja. Ach, und demonetarisiert werden meine Videos sowieso. Du hast keine Möglichkeit zur Monetarisierung. Aber wer trotzdem demonetarisiert? Du kriegst die Anzeige, dass du das nie monetarisieren kannst. Meine Sea of Thieves Sachen wurden von Disney geclaimed. Ich kriege jetzt bei Sea of Thieves, bei Life is Strange kriege ich jetzt regelmäßig Musikclaims. Weil da immer, und immer wenn halt irgendwie Musik läuft, halt, wenn halt irgendwie Radiomusik in Life is Strange läuft, die sind halt immer. Ja. Hast du dich schon bei den Entwicklern beschwert? Das hat doch beim letzten Mal auch gut funktioniert. Nö. Mach mal. Was heißt gut funktioniert? Also, als mich bei Deadlake beschwert haben, haben sie da. Also das ist ein offizieller Retweet. Also. Ja, aber funktioniert hat's nicht. Das ist also, ich habe da. Wir haben also immer noch nichts dagegen getan. Ja, es wurde dann, ja, es wurde YouTube von Grund auf ändern. Modi, es wurde halt entsperrt, weil ich gegen Einspruch gelegt habe und dann. Hat der Typ das zurückgezogen, das ist halt einfach. Ach ja, es wurde ja im Namen von irgendwem anders geclaimed. Ja, es hat halt irgendein Idiot halt.
Der übliche Deadlake zu sein. Den kennt man in der Szene. Da gab es einen, der behauptet hat, Deadlake zu sein und. Ja. Halt, war es nicht wieder der indische Channel? Ich weiß es nicht. Was mich verwirrt hat, der Stand halt Deadlake ist. Mir wurde gesagt, dass Carsten Fichtelmann, das ist der Chef von Deadlake, mir den Claim eingebracht hat. Also es ist halt unter falschem Namen. Also es ist nachweislich, hat ja Deadlake sich in dem Deadlake mir auf Twitter geantwortet, dass das nicht von denen ist. Also da gibt sich jemand für Carsten als Carsten Fichtelmann aus. Das ist also nicht der YouTuber, nicht der, der in der Szene bekannt ist, sondern das ist wer anders. Ja gut, das wird halt Deadlake. Deadlake kümmert sich schon, also so hieß es ja in dem Tweet, dass die, also sie werden sich drum kümmern. In dem Sinne, dass die, also die werden sich nicht um meinen Claim kümmern, sondern die haben Anzeige gegen den erstattet und gucken, dass der verschwindet. Ja, der gibt sich ja als Chef von Deadlake aus, das finden die nicht lustig. Das ja. Kannst du dir vorstellen. Kaum zu glauben. Und dann kommt am Ende raus, er war es doch mit dem zweiten Account. Und nee. Er hat es nur vergessen. So. Jetzt brauche ich Steintreppen. Okay. Dann mach die Steintreppen. Ich brauche viele Steintreppen. Dann mach die viele Steintreppen. Auf derselben Höhe oder ja, ist es. Da muss noch ein Fenster rein. Okay. Dann mache ich noch eins höher. Dann also wieder zum Berg und abbauen. Schön, dass der Bot jetzt so funktioniert, wie er soll. Kannst du auf meinem Discord-Server Channels erstellen? Hast du die Berechtigung dazu? Tja, davon. Du erstellst jetzt bitte keinen Käse-Channel. Doch. Da kommt der Käse-Bot rein. In den Spiegelsaal, ja. Mal gucken. Kannst du einen Spiegel, dann kannst du einen Käse-Channel machen und den Bot dort reinhauen. Dass der dort Käse reinpostet. Nur eine Sorte. Ja, ich kann einen Channel erstellen. Na, dann mach mal. Unterm Kerker ist jetzt Käse. Unter was? Unterm Kerker ist jetzt der Käse-Channel. Ja. Und den Bot da reinmachen. Verdammt. Ja, erstmal muss ich einen Bot installieren hier drauf. Wo war der Link? Hast du ihn schon fertig? Was? Hast du ihn überhaupt schon fertig? Ich habe für die erste Version von dem Bot habe ich 1,5 Stunden gebraucht. Gut. Kann ich ja nicht wissen. Dann habe ich 4 Stunden gebraucht, um die Datenbank aufzubauen. Ah, okay. 1803 verschiedene Sorten Käse. Das kann man jetzt mit einem Command machen, oder was kannst du sagen? Ausrufezeichen Käse und dann... C, Ausrufezeichen, R gibt dann einen zufälligen Käse aus und wenn du C, Ausrufezeichen S eingibst und noch einen Suchbegriff, dann zeigt er dir die Suche an. Ah, sehr schön. Okay, wo zur Hölle ist... Da ist der Link. Das ist der Käse. Authorize. Add to Server. Spiegelsaal. Continue. Send messages and threads, embed links, attach files, read message history and add reactions. Ja. Woohoo! Boah, das wäre Server Nummer 5. Wow. Aha. Auf deinen eigenen 5 Servern hast du schon da was? Nö, auf mehreren Servern. Nur einer davon ist mein Testserver. Nehme ich meiner. Okay. G-Spot. Server Settings. Roles. Mhm. Au.
hier einschränken. Wollte mal gucken.